Bundestag zur CDU bekannt. Es war Ihr erster Parteieintritt überhaupt. Warum haben Sie sich für die CDU entschieden? Weil es darum galt, eine liberale, freiheitliche Politik, wie sie mir vorschwebte, in der Praxis zu verwirklichen. Und da gehörte ja nicht dazu, dass ich eine liberale Partei noch einmal stärke, sondern es gehörte dazu, dass ich die große Volkspartei, die CDU, für mich, für meinen Gedanken gewinne und dann auch darauf festige. Haben Sie seit Ihrem Eintritt in die CDU Zugang zum Parteiapparat gefunden? Ja, natürlich. Einmal über die politische Arbeit als solche und dann natürlich durch die zunehmende Geltung, die ich dann innerhalb der Partei errang, war es dann unausweichlich und natürlich, dass ich stärker herangezogen wurde, auch zu den politischen Gremien der Partei. Ich gehöre ja heute dem Präsidium an. Manchmal sagt man, Herr Ehrhardt, dass Sie einmal das Rauschen des Mandels der Geschichte gehört hätten und zugegriffen hätten, nämlich 1948, als Sie die Bewirtschaftung und Preisbindung aufgehoben haben. Darüber gibt es viele Anekdoten und ich würde gerne Ihre Lesart hören. Wie ist das damals gewesen? Ich wusste genau, was die Währungsreform bringen wird, auch ihren Auswirkungen bedeutet. Und sie konnte nur gelingen, wenn wir gleichzeitig eine entscheidende Wirtschaftsreform von einem völligen Zwang hin zu einer möglichst großen Freiheit eröffnen. Das aber musste naturnotwendig die Auflösung aller Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Folge haben, aller Preisbindungen und dergleichen mehr. Aber die Vorstellung war in den Köpfen jener Zeit so undenkbar, dass man nur in einem kühlen Durchbruch das erreichen konnte. Der Frankfurter Wirtschaftsrat hat mir in dem sogenannten Leitsätzegesetz weitgehende Vollmachten eingeräumt, in der Erwartung, dass man nicht genau weiß, was die Währungsreform mit sich bringt und man gegebenenfalls auch schnell handeln müsste. Dann habe ich seinerzeit als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft dann heimlich und leise so in meinem Schubladen alle Aufhebungen der Bewirtschaftungen gesammelt. Und ich habe alle Mahnungen und alle Befürchtungen in meinem eigenen Beamtenapparat zerstreut, die gesagt, um Gottes Willen, Sie werden doch nicht vorhaben, da so etwas zu tun. Ich habe gesagt, nein, nur für alle Fälle. Und natürlich konnte ich es gar nicht mich verständigen mit der Militärbürokratie. Die hätte natürlich noch weniger Verständnis dafür gehabt und ich noch weniger Einfluss. Und dann am Sonntag der Währungsreform habe ich das dann verkündet in der sicheren und richtigen Annahme, dass an einem Sonntag keine Verwaltungsbürokratie arbeitsfähig ist. Und dann war es geschehen. Am darauffolgenden Montag bin ich dann gleich früh zu früher Stunde zur Militärregierung beordert worden, also auch zu den Verwaltungsorganen. Und da wurde mir gesagt, dass das unmöglich und unvorstellbar sei, was ich getan hätte. Es wäre verboten, das müsste alles wieder aufgelöst werden. Ich hätte mich gegen sämtliche alliierte Militärgesetze verstoßen. Und als ich dann sagte, gegen welche ich mich verstoßen habe, ich möchte mal genau hören, dann haben sie mir vorgelesen, dass ich ohne Zustimmung der Militärregierung keine Änderungen der Bewirtschaftung der Preisbindung vornehmen dürfe. Darauf habe ich dann gesagt, ich habe nichts geändert, ich habe es ja aufgehoben. Das war natürlich nicht gerade die Antwort, die man erwartet hat, aber ich hatte Gott sei Dank einen Mann, der zu mir stand, und zwar der mächtigste, es war General G., der mir dann über diese kurze Phase dann hinweg geholfen hat und sich auf meine Seite stellte. Was gehört dazu, um den Mut zu haben, einen solchen Schritt zu tun? Sehr viel. Einmal natürlich ein doch gereiftes Wissen über die Zusammenhänge. Zweitens den Mut zur Verantwortung vor allen Dingen. Und drittens doch auch ganz klare Vorstellungen in Bezug auf das gesellschaftliche Leben, wie es geortet sein müsste, wenn nach diesem Zusammenbruch ohnegleichen, nach der Abnutzung aller Werte, wieder neues Leben entstehen soll. Wie haben Sie sich nach diesem Schritt gefühlt? Waren Sie sicher, dass es ein sehr entscheidender Schritt gewesen ist? Ja, ich war mir bewusst, dass es ein lebensentscheidender Schritt ist.
Und es hat mir ja auch die Kraft gegeben, dann gegen alle Widerstände und gegen alle Anfeindungen den Kurs durchzusteuern. Bis zum Erfolg. Das war Ihr größter Erfolg. Jetzt sagen Sie bitte, was war Ihre größte politische Niederlage? Ja, da würde ich sagen, das war vielleicht kein Ereignis, das man datenmäßig festhalten könnte. Aber ich kann es doch in etwa umreißen. Ich betrachte es als einen Misserfolg, dass es mir nicht gelungen ist, den Stil der Demokratie in der Weise zu ändern, wie es mir vorschwebte. Ich habe immer gegen die Politik der Wahlgeschenke mich gewehrt. Ich habe es auch in meinen eigenen Wahlreden praktiziert. Ich habe nie etwas versprochen, mit Ausnahme, dass ich alle Kraft da reinsetzen werde, um weiter ein gutes Gelingen zu gewährleisten. Aber nie etwas konkret versprochen und vor allen Dingen nicht reihum allen Gruppen Zusagen gemacht und Vergünstigungen gewährt, in der Überzeugung, dass das Mittel wäre, um die Wähler zu gewinnen. Im letzten Grunde bin ich überzeugt, das Gegenteil ist der Fall. Denn das ist zwar im Einzelnen, mag das ganz angenehm empfunden worden sein von dem und jenen, aber schließlich hat das deutsche Volk doch ein gesundes Empfinden dafür, dass die Korrumpierung, die damit sehr nahe gerückt ist, eben kein brauchbares und kein überzeugendes politisches Instrument ist. Es wird in den letzten Tagen viel von der Nachfolge des Bundeskanzlers gesprochen und damit auch von Ihnen. Möchten Sie gern Bundeskanzler werden und würden Sie Wirtschaftsminister bleiben, wenn ein anderer Bundeskanzler wird? Ich habe natürlich diese Entscheidung getroffen. Und ich möchte Sie und auch Sie alle am Bildschirm fragen, ob denn wirklich so viel Fantasie dazu gehört, um diese Frage beantworten zu können. Ich glaube, nein.